Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Um was geht's? Um die Ebenen 80 und um die Osmo Action 4. Wie ihr seht am Datum, hier mitten im August, habe ich eine kleine Tour mit meinem E-Bike gemacht und habe die Ebenen 80, die ich jetzt schon circa 3 Jahre im Besitz habe, mitgenommen und an meinen Lenker angebaut. Wie ich das Video hinterher angeschaut habe, war ich doch leicht erschrocken. Jedes Mal bei der kleinsten Erschütterung dieses Knistern, was mir eigentlich auch schon beim Einsatz als Dashcam im Auto ab und zu mal aufgefallen war. Und dass diese Erschütterungsreduzierung überhaupt nicht funktioniert. Hier mal die DJ Osmo Action 4. Ich habe das immer eingeblendet, wenn ich mit dieser Kamera filme. Die Aufnahme entstand später und wurde als Vergleich von mir dann zusammengeschnitten. Dort. Also hier ist jetzt die Action-Kamera natürlich am einen Brustgurt befestigt und nicht am Lenker. Und hier habe ich sie mal hinten am Rahmen befestigt, am Gepäckträger. Gefilmt habe ich bei der Osmo im S-Log und habe dann einfach die Einstellung von meiner Ebenen als Vorlage genommen. Leider hatte ich die Blendenstufe zu hoch eingestellt, deswegen ist der Himmel komplett eisgebrannt. Die Osmo Action ist neu. Hier wieder eine Aufnahme mit der Aidman. Immer dieses Knistern im Hintergrund. Dasselbe jetzt mit der Osmo Action 4, eigentlich an einer anderen Stelle. Hier hört man nur das Untergrundschüttern. Hier wieder die Action am Berg, auf Schotter. Die Stabilisierung funktioniert überhaupt nie. Dagegen die Osmo. Super weich, man sieht nur das Vorderrad bewegt sich, aber die Kamera hält still. Die Ebenen wieder in der Abfahrt. Ein Gewackel und Geschütter und Geknistre. Die Osmo butterweich. Wie gesagt, das erklärt es eigentlich schon, warum ich jetzt die Osmo habe. Die andere Action-Kamera, die eben für Stand. Keine Ahnung, für was ich die noch benutze. Wir begleiten mich mal weiter hier auf meiner Tour durch den Friedewald bei Moritzburg. Hier wieder mit der eben Hoppel, Schotter, Knister. Das kann man nie wirklich jemand anbieten. Dieselbe Stelle an einem anderen Tag, andere Witterungsbedingungen und am Brustgurt. Immer mal Spaziergänger mit Hündchen. Ja. Die man noch höflich grüßt. Ich finde diese Einstellung oder diese Aufhängung am Brustgurt nicht schlecht. Bringt ein bisschen mehr Action rüber, wenn man den Lenker und die Bewegung des Bikers besser sieht. Wie gesagt, an der Farbgestaltung muss ich noch arbeiten. Auch mein Programm, mit dem ich hier
geschnitten habe, das DaVinci Resolve habe ich relativ neu, muss ich mich erst reinfuchsen. Hier versuche ich einen Rennradfahrer einzuholen. Windgeräusche an dieser Stelle. An der Osmo Action 4 habe ich eigentlich eine Windgeräuschunterdrückung eingestellt, aber man hört dann auch welche. Sehen wir dann gleich bei der nächsten, beim nächsten Schnitt. So, jetzt fahren wir erstmal mit der Ebenen um die Ecke hier, da geht es wieder in den Wald. Sonne am Vormittag, viele Spaziergänger. Ja, wie gesagt, hier die Erschütterung und das Bild ist ja, also das ohne Worte. Wenn immer die Farbe ist, ist gut, aber hier passiert ja gar nichts bei der Reduzierung der Erschütterung. Und dieses Knistern. Man hört den Schotteruntergrund auch, da knistert noch was anderes. Und ich denke, das ist irgendwie ein Kameradefekt. Weil ich das auch im Auto zum Teil gehört habe. Ja. Ansonsten eine schöne Landschaft hier im Friedewald. Hier ein kleiner Teich. Sonnenschein. Wunderbares Wetter zum Radfahren. Sollte man nicht vergessen, dass man das ja eigentlich macht, um Sport zu treiben. So, dieselbe Fahrt jetzt mit der Osmo. Wie gesagt, die Windgeräusche haben wir auch. Der Rennradfahrer ist natürlich jetzt nicht hier. Anderer Tag, aber wie gesagt, etwas überlichtet, überbelichtet die ganze Aufnahme. Ich werde hier, es hat ja geregnet, hier ist noch feucht. Ich werde aber jetzt nicht weiter auf diese schlechte, überbelichtete Aufnahme eingehen. Hier geht es mir um die Erschütterung und den Ton. Wir hören das Abrollen des Reifens. Diesmal habe ich die Kamera wieder am Lenker. Und da ist doch eindeutig mehr. Hier dünn gerade welche Holzsägen. Also hier knistert nichts. Hier ist nur das Rollgeräusch von meinen E-Bike-Reifen. Und auch an diesem Sonnabend haben wir Spaziergänger, meist mit ihrem Hündchen, die aber ihre Hündchen schön an der Leine haben und meistens bin ich da etwas rücksichtsvoll und fahre langsamer. So ein Hund kann ja immer mal anders reagieren, als das ein Herrchen erwartet. Klingt schon alles ganz anders. Und
Und diese butterweiche Kamera fort. Und ich habe hier nicht die höchste Stufe von diesem Rocksteady oder wie das heißt bei Deutsch. Osmo Action eingestellt, also nur die normale Stufe. Und hier sind wir wieder bei der Ebene. Holper, holper, knister, knister. Gut, wieder die andere Kamera, Haltung an der Ebene, an der erstmal. Ah, mein Stuhl ist wieder heute heiß, das ist furchtbar. Ja, jetzt stehe ich am ersten Teich. Seerosenteich? Ja. Muss ich kurz überlegen. Und weiter geht's. Immer schön durch den Wald. So eine E-Bike-Tour dauert bei mir ungefähr eine Stunde, je nachdem, wie schnell ich fahre. Wenn ich natürlich hier wie in diesen Aufnahmen nebenbei immer Kamerawechsel machen muss, kostet das natürlich Übungszeit. Hier wieder die Actioncam am Lenker befestigt. Also kannst du nicht meckern. Also ja, ich werde hier eindeutig noch ein paar Videos mit dieser Actioncam machen, wenn das Interesse besteht. Warum halte ich hier an? Keine Ahnung. Da habe ich wieder umgebaut. Ja, hier klappern wir mit der Ebene den Berg runter. Selbst auf relativ ebenen Straßen. Knister, knister. Dasselbe nochmal hier mit der Osmo. Selbe Stelle. Und wieder Kameraumbau. Gut, kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Ihr habt gesehen, das Urteil ist eigentlich eindeutig. Die Ebene ist defekt und die Osmo ist meine neue Actioncam. Und ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.